Herzlich willkommen bei Brendan Mundorfs Asthma Physik Astro TV. Nachdem wir schon lange auf dem Kanal nicht mehr über Riesensterne gesprochen haben, wird es heute mal wieder Zeit für einen. Es geht um den roten Überriesen Antares im Sternbild Skorpion. Antares ist der hellste Stern von diesem Sternbild und gleichzeitig auch eines der hellsten am Nachthimmel. Der Namensherkunft von Antares lässt sich in zwei verschiedenen Theorien erklären. Die erste Theorie, das ist auch die gängigste, die man auch am häufigsten liest, da bedeutet der Name Antares gegen Mars. Es kommt aus dem Altgriechischen Anti gegen, Ares ist der Mars, und der Name gegen Mars daher, da Antares rötlich ist, wie der Mars da auch am Himmel, der ist auch rötlich, und vor allem befindet sich Antares am Himmel in der Nähe der Ekliptik. Die Ekliptik ist der Zugbahn von der Sonne, dem Mond und dem Planeten. Und wenn natürlich sich ein roter Stern in der Nähe der Ekliptik befindet, kann das auch ziemlich leicht mit dem Mars verwechselt werden. Und vor allem auch, da es ein ekliptiknaher Stern ist, so als Nebenfakt jetzt, kann Antares vom Mond und sehr selten auch vom Planeten entdeckt werden. Die letzte Bedeckung von Antares durch einen Planeten erfolgte am 17. September 525 vor Christus durch die Venus, und die nächste wird am 17. November im Jahre 2400 ebenfalls durch die Venus erfolgen. Also durch die Menschen, die dann in 200 Jahren leben werden, wenn es soweit ist, die werden dann dieses Spektakel schön genießen können, Bilder davon machen können, auf sozialen Medien teilen können, was man halt immer so mit diesen tollen Sachen machen kann. Und nach der anderen Theorie, woher der Name Antares kommt, darin wird Folgendes beschrieben. Da wurde Antares nach den arabischen Kriegshelden Antar benannt. Antar war der Sohn einer Sklavin und er selber war Sklave. Bis sein Vater ihn zum Kampf gerufen hat, wo er sich als der tapferste Krieger Arabiens erwiesen hat. Antares ist genauer gesagt ein Doppelsternsystem, bestehend aus den beiden Komponenten Antares A und Antares B. Antares A ist ein roter Überriese mit 65.000 Sonnenleuchtkräfte, 12 Sonnenmassen und 700 Sonnenradien. Und den sieht man am Himmel als roter Stern. Und wie wir es vorhin gesagt haben, kann das auch mit dem Mars verwechselt werden. Und es ist dann nämlich auch so, dass Antares A zeitweise dieselbe scheinbare Helligkeit am Himmel hat wie der Mars. Und das macht die Verwechslungsgefahr am Ende umso größer. Antares A befindet sich wie die meisten roten Überriesen am Ende seines Lebens. Der Stern ist zwar gerade mal 12 Millionen Jahre alt, aber da es ein massenreicher Stern ist, wird der Kernbrennstoff innerhalb weniger Millionen Jahre verbraucht. Und Antares A befindet sich ja kurz vor seinem Ende, da er schon bereits seinen Wasserstoff verbraucht hat im Inneren, sich dann roten Überriesen ausgedehnt hat und jetzt ist gerade im Inneren die letzten Fusionsstufen, bis am Ende ein Eisenkern entsteht mit 1,4 Sonnenmassen, und sobald das erreicht ist, explodiert dann der Stern als Supernova. Und man geht davon aus, dass der Stern spätestens innerhalb der nächsten 1 Million Jahre als Supernova explodiert. Und wahrscheinlich wird es dann als Neutronenstern enden. Der Begleitstern Antares B wurde im Jahre 1816 entdeckt und ist am Himmel gerade mal 2,6 Bogensekunden entfernt. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also man kann Antares B mit bloßen Augen gar nicht erkennen. Es wäre zwar an sich noch möglich, den Stern mit bloßen Augen sehen zu können, von der scheinbaren Helligkeit her, was der Stern eigentlich hat. Aber da der Stern am Himmel extrem dicht an Antares A dran ist, also gerade mal 2,6 Bogensekunden, und gleichzeitig auch eine viel geringere Leuchtkraft hat wie Antares A, denn Antares B hat gerade mal 170 Sonnenleuchtkräfte, also 370 mal weniger als sein Begleitstern, kann man es mit bloßen Augen nicht sehen, da es überstrahlt wird. Da benötigt man für die Beobachtung von Antares B einen 10 cm Teleskop. Auch wenn dieser Abstand von 2,6 Bogensekunden am Himmel sehr klein klingt,
muss man nämlich bedenken, dieses Sternsystem ist 600 Lichtjahre von der Sonne entfernt und ein Abstand von 2,6 Bogensekunden bei einer Entfernung von 600 Lichtjahren bedeutet einen tatsächlichen Abstand von 550 astronomischen Einheiten. Und Antares B benötigt für eine komplette Umlauf um den Stern Antares A etwa 2500 Jahre. Schon ziemlich lange, wenn man es so überlegt. Wenn man Antares in Mitteleuropa beobachten möchte, muss man das auf jeden Fall im Sommer tun. Es geht auch nur im Sommer, im Winter kann man Antares nicht beobachten. Und gleichzeitig, wenn man natürlich Antares beobachten möchte, muss man in die Nähe der Ekliptik schauen. Und da wird man dann Antares sicherlich ziemlich leicht finden. Am besten mit einem 10 cm Teleskop. Und dann kann man nichts falsch machen, wenn man daneben noch ein kleiner blauer Begleitstern sieht. Und dann kann es dann nur Antares sein. Ich hoffe, dass euch das Video zu Antares gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.